Willkommen am Mittelmeer. Ob Grill- oder Pfannengerichte, vegetarische Speisen oder leckere Desserts. Das Restaurant Medo in Siegburg bietet türkisch-mediterrane Gerichte in einem traumhaften Ambiente. Lassen Sie sich verzaubern und Ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeers entführen. Medo. Kulinarische Spezialitäten auf höchstem Niveau. Weniger Wasser und schneller einsatzbereit. Feuerwehrschläuche ruckzuck sauber. Seit Anfang Oktober 2017 ist sie in Betrieb, die neue automatische Schlauchpflegeanlage im Kreisfeuerwehrhaus. Bislang erfolgte die Reinigung der Feuerwehrschläuche von Hand. In zwei 25 Meter langen Wannen wurden die schmutzigen Schläuche eingeweicht. Daran anschließend erfolgte mit einer Bürstenmaschine die Reinigung der Oberfläche des Schlauchmaterials, dann das Trocknen. Je nach Witterung dauerte die Trocknung im sogenannten Schlauchturm mehrere Tage. Jetzt, mit der neuen automatischen Anlage, geht's nicht nur schneller, sondern auch günstiger. Nur noch ein Viertel des bisher notwendigen Wasch- und Prüfwassers wird gebraucht. Zudem entfallen mit der einen kompakten Anlage nicht nur die aufwendigen Arbeitsschritte, sondern sie ermöglicht auch eine ergonomische Bedienung von einer Stelle aus. Bei dem weiteren Prüfvorgang wird der Schlauch einem Druck von 16 Bar ausgesetzt. Dieser erfolgt aus Sicherheitsgründen zukünftig unter einer Plexiglaskuppel. In der Regel reicht eine Person zur Steuerung des Arbeitsvorgangs. Inklusive automatischer Trocknung sind die gereinigten Schläuche nach einem Arbeitstag fertig zur Auslieferung. Der Schlauchturm wird weiterhin von außen für Übungen mit Leitern und zur Höhenrettung genutzt. Die Kosten der neuen Schlauchpflegeanlage betragen 57.000 Euro. Im Kreisfeuerwehrhaus des Rhein-Sieg-Kreises haben wir eine Schlauchpflege- und Prüfanlage neu in Betrieb genommen. Diese Anlage ermöglicht zukünftig, dass durch einen Kollegen die Schläuche gewaschen und geprüft werden können und das in einem Durchgang. Letztendlich geht es auch um die Gesundheit der Kollegen, die hier arbeiten. Es geht halt auch um die Ergonomie. Früher war es so, dass wir eine Wanne hatten mit 25 Metern, wo der Kollege immer hoch und runter laufen musste. Und der Prüfvorgang, das Beaufschlagen des Drucks mit 16 Bar, konnte dazu führen, bei einem Schlauchplatzer, dass der Kollege dadurch auch gefährdet wurde. Das ist zukünftig in Gänze ausgeschlossen. Durch diese neue Anlage, da sie entsprechend sicherheitstechnisch ummantelt und geschützt ist.